Hallo meine Lieben, es gibt mal ein Update zu dem Fadenalgenbecken. Und zwar habe ich jetzt eine Woche Dunkelkur gemacht, habe jetzt gerade am Tag vielleicht ein, zwei Stunden das Licht angelassen, dass die Pflanzen auch nicht davon wegsterben. Und es hat sich super entwickelt. Ihr seht hier die Beta Simplex, oben rechts ist ein Männchen, daneben ist auch ein Männchen, das ist aber, könnte auch ein Weibchen sein. Und ich bin super zufrieden. Links kommt gerade ein Weibchen. Da sieht man nochmal die Kampffische gehen da schon durch. Das Licht ist hier ein bisschen schlechter in dem vorderen Bereich. Scheibe ist immer noch nicht geputzt. Ihr seht hier, dass in den Stellen, wo es ziemlich stark war, nämlich hier hinten bei der Wurzel und hier drüben, so gut wie weg ist. Es sind nur noch ein paar Stellen. Da werde ich jetzt noch mal was raussammeln. Ich denke aber mal, das sind Reste einfach. Ansonsten ist noch an den Blättern was, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Die zersetzen sich ja nach der Zeit. Und hier ist jetzt noch ein Rest von einem Moosball. Da hängen auch noch ein paar dran. Aber im Großen und Ganzen bin ich super zufrieden. Hier hinten hängen auch noch ein paar Algen drin. Die kann ich jetzt auch noch mal stellenweise rausholen, aber hier hinten sollen sich hauptsächlich die Jungtiere dann verstecken. Deswegen wühle ich da nicht so stark rum. Allgemein ist das Becken ja eher ein bisschen wilder. Jetzt sieht man sie mal ein bisschen schöner. Jetzt sieht man auch die Farbenpracht. Da es ja Wildbretter sind und die das sehr gerne mögen, wenn es etwas verwunschener ist. Und ja, ich wollte euch einfach ein Update geben, weil viele gefragt hatten. Und wenn sich das jetzt weiter so gut entwickelt, muss ich auch nicht irgendwelche anderen Dinge ergreifen, wie Chemiekeule oder irgendwas anderes. Und mich stören die Algen auch nicht. Ich denke mal, da ich die Tiere jetzt öfters mit Frostfutter gefüttert habe, dass da ein bisschen mehr überblieb und sich dadurch natürlich Nährstoffe gebildet haben, die den Algenwuchs beschleunigt haben. Das haben ja auch viele erzählt, dass es auch daran liegen kann. Und ja, ich habe sie wirklich ein bisschen mehr gefüttert. Ich glaube, ich habe es öfters mal vergessen, dass ich sie gefüttert hatte. Das ist normal, da ich ja ein Baby habe, habe ich jetzt gerade die sogenannte Stilldemenz. Und ja. Aber hier sind ganz viele Schnecken drin und andere Tierchen, die das immer aufbrauchen. Und ich hoffe auch, dass hier Jungtiere mit durchkommen, weil das wäre echt top. Da fragen mich ja auch viele, wie geht die Zucht? Die Zucht ist eigentlich relativ einfach. Normalerweise würde man die auch wie bei normalen Kampffischen zusammentun. Aber da ich jetzt nicht aktiv züchte, ist das hier im Prinzip ein wildes Vermehren. Und was überlebt, überlebt. Was nicht, das nicht. Aber da hier ganz viele Versteckmöglichkeiten sind unter den Blättern, gehe ich mal davon aus, dass irgendwann einfach mal ein Jungtier hier mir vor die Nase kommt, vor die Linse kommt. Und das hatte ich ja schon bereits. Und da werde ich dann davon einfach nochmal berichten. So. Und ja, das Fensterglas muss ich sauber machen. Aber ihr seht, die Tiere sind auch sehr schreckhaft. Die brauchen auch dieses verwachsene Becken. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, tschüss.